liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind und eingeschaltet haben. Hierzu im Fokus aktuelle Themen im Talk auf Güstrow TV. Und wir haben heute hier das Studio ziemlich voll gehabt, denn wir hatten Besuch. Besuch von der Ecolea, der 5a der Ecolea-Schule hier aus Güstrow. Und was die Schülerinnen und Schüler heute hier erlebt haben bei uns im Studio, das werden sie uns gleich berichten und ein bisschen Einblick geben ins Thema Sommerferien. Denn das Ganze war eine Aktion in Vorbereitung auf die Sommerferien, könnte man sagen. Und ich habe jetzt hier 4 Kinder aus der Klasse an meiner Seite. Und die möchte ich Ihnen sehr, sehr gerne einmal vorstellen. Da haben wir unter anderem hier Kira, daneben sitzt Lotta, an meiner anderen Seite haben wir Selma und wir haben Karl hier. Und hinter mir sehen Sie auch ein ungewohntes Bild, ziemlich viele Kinder aus der Klasse, die alle heute hier auch bei uns im Studio waren und die heute ausnahmsweise auch gerne mal auf die Fragen antworten dürfen. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß und starte mal mit der allerersten Frage. Lotta, wie kam es denn dazu, dass ihr heute hier sitzt? Naja, also ich habe mir gedacht, weil ich halt wusste, dass Opa hier angefangen hat zu arbeiten als Nebenjob. Ja. Wer ist denn dein Opa? Also Thorsten. Thorsten Köpnick, unser Redaktionsmann, ja, kann man sagen, ist der Opa von Lotta. Ja, und dann habe ich gedacht, dass wir vielleicht als Klasse hierher gekommen sind, kommen können, weil ich habe auch meine Morning Assembly darüber gehalten. Also wir müssen halt immer so 10 Minuten Vortrag über was halten halt in der Schule jeden Morgen an ein anderes Kind. Und dann habe ich halt die Lehrer gefragt, ob wir da vielleicht auch mal zusammen hin können. Und dann, ja, sind wir halt hergekommen. Kanntest du das Studio denn vorher schon, Lotta? Naja, also davor, als Opa noch nicht hier gearbeitet hat, noch nicht. Aber als Opa dann hier angefangen hat, ja, dann schon. Warst du öfter mal hier? Und hast es dir angeguckt? Ja, zweimal. Zweimal. Und hast Gefallen gefunden? Ja. Schön, vielen Dank. Wie war denn heute so für euch der Tag? Ihr habt das vorher gewusst, dass ihr herkommt? Ja. Karl, wie hat es dir gefallen heute? Es war sehr gut. Ich fand den Ort wirklich mal toll, mal was anderes zu sehen. Anstatt, dass man immer nur, wenn man was live im Fernsehen sieht, sieht man ja nie wirklich, was hinter den Kulissen ist. Immer nur, was man gerade halt sieht. Also habt ihr heute so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen. Was war denn heute so, als ihr angekommen seid, was habt ihr zuerst gemacht heute? Wie ist euer Tag gestartet? Als wir hier angekommen sind, da gab es erstmal eine Vorstellung. Da hat uns Thorsten, Lottas Opa, vorgestellt, wer er ist, was sie hier machen. Dann haben wir uns an Tische gesetzt und haben wir Fragen gestellt bekommen und kurze Einblicke, was eine Talkshow ist, wie eine Kochshow aufgebaut ist und ja, noch die Nachrichten haben wir kurz geschaut. Und dann habt ihr was gemacht? Dann hat Thorsten uns hier erst alles gezeigt und dann haben wir uns wieder da hinten an die Tische gesetzt. Und haben noch so kleine Einblicke von dem Kochen und den Nachrichten und der Talkshow, wie das so ungefähr aufgebaut ist, sodass wir so einen kleinen Einblick hatten. Und war was neu heute für dich? Ja, also ich finde es schon cool so hier, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Knöpfe und so, und ich finde das alles irgendwie so krass, so wie das ist aufgebaut ist. Ich dachte so, da gibt es eine Kamera und da filmst du einfach. Aber was so wirklich hinter den Kulissen ist und so, das finde ich schon. War das so euer erster Einblick hinter die Kulissen? Nein. Na, für dich ja nicht, aber so für deine Kollegen. Wart ihr schon mal vorher in einem Fernsehstudio und habt euch das angeguckt? Nein. Ich nicht. Nein. Du nicht? Wie ist denn das mit euch? Wart ihr vorher schon mal in einem Fernsehstudio und habt euch das angeschaut? Auch nicht. Also was für alle heute ein neuer Tag. Dann interessiert mich natürlich total, wie hat es euch denn gefallen? Vielleicht magst du starten. Mir hat es sehr gut gefallen. Eigentlich dachte ich so, als Lotta die Idee vorgeschlagen hat, so, naja, ich weiß halt nicht so genau, was das, ja, das ist. Ich dachte mir so, das wird wahrscheinlich nicht so doll Spaß machen. Aber ich war in der Gruppe Kochen und da war ich halt drin und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und genau, das war sehr schön. Schön. Wie war es für euch?
Was war so eure Erwartung, bevor ihr hergekommen seid? Also ich war auch so, ich dachte auch so, dass es nicht so viel Spaß machen würde. Aber es war gut, also ich war in der Gruppe Nachrichten und ich fand es schön, weil so ist es halt, ich wusste auch nicht, dass die das so von so einer Tafel so das alles ablesen und so. Und ich fand es schon interessant und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Kali, was für dich? Also meine Erwartungen waren eigentlich relativ negativ und klein, weil ich, meine Mutter arbeitet im Theater und da kenne ich halt schon relativ viel, wenn ich halt in den Kulissen und so bin. Und außerdem wollte ich zuerst nicht hin, weil sowas halt, ich dachte, das wird genau wie im Theater und langweilig. Aber jetzt finde ich es doch gut, dass ich da mitgekommen bin. Fernsehen ist dann spannender als Theater. Ja. Jetzt habt ihr ja erzählt, ihr wart in verschiedene Gruppen eingeteilt. Also wir haben das hier bei uns ja an den Formaten so, dass wir so drei Hauptformate haben, unsere Kochshow, unsere Talkshow und unser Nachrichtenformat. Und das habt ihr euch heute Morgen ja ein bisschen expliziter und genauer angeschaut und durftet dann in verschiedenen Gruppen ein paar Übungen machen dazu. Erzählt doch gerne mal, war das vorher schon eingeteilt? Habt ihr das heute spontan eingeteilt? Und wer war in welcher Gruppe? Lotta, magst du starten? Ja, also ich war auch in der Gruppe Kochen und wir hatten das gestern schon so ein bisschen angefangen, aber heute Morgen in der Schule halt ja noch Della diskutiert und geguckt, wer jetzt was ist. Und ja, jetzt waren halt Kira, Martha, Daria, Emma, Annika, Theresia. Ich weiß nicht, habe ich jetzt alle? Achso, Ellie war in meiner Gruppe. Und es hat auch sehr Spaß gemacht und ja. Hat euch gefallen. Was habt ihr denn gemacht heute beim Kochen? Achso, ja, wir haben Spaghetti Bolognese gekocht. Und ich, ja. Habt ihr das selber vorbereitet oder wie seid ihr dazu gekommen? War das plötzlich und unerwartet hier? Wie muss ich mir das vorstellen? Naja, also wir wollten irgendwas mit Nudeln machen. Und dann haben wir gedacht, ach, Spaghetti Bolognese, das wäre bestimmt zu lange. Und dann war ich gestern Abend einkaufen und habe gedacht, ich kaufe jetzt einfach doch Spaghetti Bolognese, weil das ist so lecker und das bekommen wir schon in einer halben Stunde hin. Und ja. Und dann gebt mir gerne mal einen Einblick, wie habt ihr das dann gestaltet? Ihr habt ja wahrscheinlich vorher auch mal darüber geredet, wie so eine Sendung gestaltet wird. Mhm. Und wie seid ihr dann vorgegangen in eurer Gruppe? Also, ach du. Also, wir haben erstmal halt alles verteilt, die Rollen. Und dann haben wir uns halt hingestellt und haben mal ein paar Probesachen gemacht. Und ja, dann haben wir halt angefangen zu kochen und ja, haben es dann probiert. Mhm. Es war auch sehr lecker und eigentlich hat fast jeder was abbekommen. Oh, das ist ja super. Ja. Und ihr habt dann auch den Zuschauern erklärt, was ihr da macht oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Also wir haben halt, ich war jetzt zum Beispiel die Moderatorin und habe denen halt gesagt, was sie da machen sollen. Und dann haben die es gemacht, da habe ich denen Fragen gestellt. Und wir haben auch die einzelnen Schritte erklärt. Sehr schön. Und wie hat es dir als Moderatorin gefallen, Lotta? Ich fand es cool, mal was anderes. Ja, es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Kannst du dir vorstellen, das mit jemandem zusammen zu machen? In so einer Talkrunde? Mal eingeladen zu werden und dann mal so eine richtige Runde zu haben und dann machen wir das mal gemeinsam? Ja, ich glaube schon. Du glaubst schon? Behalten wir mal Hinterkopf. Das sagen wir dem Opa mal. Der sitzt ja heute hinter der Kamera. Und nicht nur Thorsten sitzt heute hinter der Kamera, sondern auch unser Team. Und ich glaube, wir dürfen heute mal einen ganz großen Dank ans Team aussprechen, die heute alle hier waren, um die Kinder hier so wunderbar durchzulenken durch den Tag und durch das Programm. Und ich glaube, dass das Team von euch mal einen riesengroßen Applaus verdient hat. Für den Tag. Vielen, vielen Dank. Wir haben das mit dem Klatschen heute nämlich auch mal mit eingebaut, was wir sonst ja auch nicht haben mit unseren Talkrunden. Karl, du warst in welcher Gruppe? In der Talkshow. In der Talkshow. Also hast du quasi schon mal geübt, wie das hier läuft, was wir gerade tun? Ja, wenn die es so sehen, ja. Erzähl mal ein bisschen, wie habt ihr das gemacht in deiner Gruppe? Wer war in deiner Gruppe? In meiner Gruppe waren Arthur, Joris, Frederik, Lotti, Ruta, Timo, Liam und ich. Mhm. Damit waren wir 8 und wir haben uns das Thema Sommerferien rausgesucht. Und da haben wir uns ein paar Fragen
explizit dazu ausgedacht und die dann auch gestellt. Am Anfang hat das nicht so hingehauen. Erzähl mal, warum hat das am Anfang nicht hingehauen? Na, mit der Zeit, wir haben zu viel, wir haben dann am Ende zu viel reingemacht. Ich war halt Moderator und das war mir dann doch zu viel. Ich meinte, das bräuchten wir doch. Aber dann habe ich gemerkt, dass das auch ohne geht. Und der Schluss, den habe ich ein bisschen kurzfristig immer gemacht. Mhm. Weil dann Liam, der Regisseur war, gemeint hat, wir haben nur noch 3 Minuten. Da wurde mir schon ganz bange, weil ich dann immer das Zeitgefühl vergesse, dass man dann noch einen ordentlichen Abschied machen kann. Und dann hieß es immer nur Tschüss, das war's. Ich verrate dir was, das geht mir auch ganz oft so, dass die Männer hinter der Kamera mir noch dieses 3-Minuten-Zeichen geben und ich denke, oh Gott, jetzt muss ich ganz schnell abmoderieren und da ist gar keine Zeit mehr für eine letzte Frage. Also ich kenne das auch. Wie hat es dir denn gefallen so als Moderator? Das gefällt mir sehr gut, weil ich das halt auch sehr gerne mache, vor der Kamera stehen und sowas machen, weil meine Mutter, wie gesagt, wir haben Theaterarbeit, bin ich mit sowas schon früh in Berührung gekommen. Mhm. Und bin halt auch schon mal vor vielen Leuten dann halt mal aufgetreten, haben kleine Nebenrollen im Theater Aushilfe quasi gemacht oder ja, bin eingesprungen oder haben gefragt einfach so. Und dann habe ich natürlich ja gesagt und mitgemacht. Also kannst du dir auch vorstellen, mal zu mir zu kommen und wir machen das mal gemeinsam so in so einer richtigen Runde mit einem Thema, mit Sport vielleicht? Oder warst du der Angelfan? Ja. Ja, wir machen das mal zum Angeln, zum Thema Angeln gemeinsam. Selma, du warst in welcher Gruppe? Ich war in der Gruppe Nachrichten. In der Gruppe Nachrichten. Erzähl mal ein bisschen so von Nachrichten. Hast du vorher schon mal Nachrichten so Berührung gehabt mit dem hinter den Kulissen von Nachrichten? Nee, tatsächlich hatte ich noch keine so große Berührung. Ich fand es aber sehr toll. Also es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, das mal gemacht zu haben. Ich wusste das nicht so, dass es so anstrengend, also so viel ist, so was man so hinter der Kamera so alles machen muss und so und auch mit dem Ton und so. Also ich fand es schon sehr cool. Erzähl mal ein bisschen, wer war in deiner Gruppe? In meiner Gruppe waren Jule, Cecilia, Jessica, Miriam, Luisa, mir fehlt gerade. Wer war denn noch in der Nachrichtengruppe? Wer mag sich mal melden? Wer fehlt noch? Also, ja, und ich selber. Ah, und du selbst. Wie war euer Vorgehen in der Gruppe? Was habt ihr gemacht? Also, als erstes haben wir uns so aus der Zeitung so spannende Themen rausgesucht, worüber wir das machen können. Und dann haben wir uns das auf diese Studienkarten raufgeklebt. Dann haben wir das erstmal so alles durchgesprochen und so mehrmals. Und dann haben wir noch so einen Schluss und ein Ende. Anfang und ein Ende hinzugefügt. Und ja, dann haben wir es aufgenommen. Und jeder von euch hat dann sozusagen einen Beitrag gesprochen? Ja, genau. Spannend. Was hattest du für einen Beitrag? Ich hatte einen Beitrag über den Müritzer Nationalpark. Hm. Und ihr habt auch ein bisschen was gelernt bei der Recherche im Vorfeld? Ja, okay. Das ist ja auch wichtig, dass man bei der Recherche ein bisschen was lernt. Und ich habe mich gefragt, jetzt wart ihr ja nun hier so im Fernsehstudio, habt so die allerersten Berührungen gehabt mit so einem Fernsehstudio. Was hat euch denn vielleicht auch überrascht? Was war anders, als ihr es erwartet habt? Karl. Also ich habe schon mal nicht erwartet, dass wir, uns wurde ja schon gesagt, so eine Aufnahme gemacht. Aber die ganze Technik und der ganze Krempel da hinten, wo sich jeder nur denkt, okay, das überlasse ich mal den anderen. Das fand ich schon interessant, wie manche Leute das können. Oder es ist auch toll, dass die sich auch so gut dann uns geholfen haben. Weil ich war schon mal bei sowas Ähnlichem. Und dann haben die uns einen Kameramann hingemacht. Und also das war im Kindergarten, sind wir irgendwo nach Rostock oder so gefahren. Und dann haben die da uns einen Kameramann pro Gruppe hingestellt. Und dann haben wir durchgefilmt. Und das war halt total langweilig. Und deshalb halt auch schlechte Erfahrungen mit so einem Fernsehstudio gemacht. Ja, weil da haben wir auch nicht wirklich was gemacht. Da hieß es gleich eigentlich nur hinsetzen, anfangen. Und ja. Und hier war das anders? Ja. Ihr habt ja erstmal das Studio kennengelernt, die Crew kennengelernt und dann durftet ihr selbst aktiv werden. Wie war das bei dir, Kira?
Was hat dich so überrascht? Mich hat überrascht, dass, wie Karl schon gesagt hat, dass das ganze Zeugs, was man da alles braucht, also die Kameras, Ton und Licht alles, dass man das alles so viel machen kann. Mhm. Und da waren wir auch nochmal in diesem Raum, in dem Kleinen, wo da das alles mit diesen ganzen Schaltern und so war. Die Technikzentrale. Ja. Ich fand auch cool, dass wir da mal reingehen durften, mhm, und das angucken durften. Und ich dachte mir so, wie kann man das alles machen? Wie kann man das alles betätigen? Und ich fand es halt sehr schön. Schön. Lotta, du kanntest das Studio ja schon. Mhm. Wie war es für dich jetzt? Gab es heute auch nochmal so einen Überraschungsmoment, wo du sagst, Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet? Ja, also ich habe gedacht, es ist alles viel wuseliger. Hier rennen irgendwie alle hin und her. Aber eigentlich war es viel entspannter. Und es hat alles so gut geklappt. Die Spaghetti Bolognese hat so gut geschmeckt. Ja, es war einfach entspannt und nicht so wuselig, wie ich gedacht habe. Also viel ruhiger und entspannter. Ja, wir müssen ja auch alle hier ganz ruhig sein, damit im Hintergrund nicht so viele Geräusche sind. Ja. Wie war es bei dir, Selma? Gab es für dich was Überraschendes? Ja, also wie schon gesagt, also mich hat auf jeden Fall die viele Technik und das Licht und alles überrascht, weil ich dachte halt wirklich, da muss man nur die Kamera anmachen und dann filmt das alles und so und dann. Aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Wie war es denn für euch? Gibt es bei euch so einen Moment, wo ihr sagt, der hat mich total überrascht oder damit habe ich nicht gerechnet? Mal in den Hintergrund gefragt, in die Klasse. Ja, sag gern was. Du darfst das Mikro jetzt ganz nah an den Mund halten und dann, genau. Naja, also ich habe es mir genau so eigentlich auch vorgestellt, dass es halt mit der vielen Technik und so ist. Ich fand es sehr schön heute hier und ich fand es halt schon krass, dass das wirklich auch so kompliziert ist, weil wenn man sich die Kamera allein anguckt mit so vielen Schaltern und so vielen Sachen drumherum, wüsste ich zum Beispiel gar nicht, wo ich draufdrücken könnte oder wo nicht. Mhm. Vielen Dank. Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte? Möchte aus eurer Runde noch jemand was sagen? Was hat euch überrascht? Ihr habt jetzt die Chance, im Fernsehen zu sprechen. Ja, wir geben das Mikro einfach durch. Genau, gib das mal nach hinten durch. Ich fand es überraschend, dass es so viel Technik ist. Ich habe mir das alles irgendwie kleiner vorgestellt und nicht so viel Technik. Und ja. Also ich fand es auch überraschend, dass sie halt am Ende noch diese richtige Talkshow machen. Jetzt hier. Mhm. Und halt auch, dass halt auch so diese ganzen Kabel und so. Das fand ich auch sehr überraschend. Auch. Ist einer gestolpert über ein Kabel? Nein. Aber als ich am Anfang das Mikrofon gehalten habe, da hab ich auch schon mal ab und zu mal jemanden irgendwie angestopst. Vielen Dank. Darf das Mikrofon gerne weitergeben an. Man muss da halt sehr aufpassen, dass man nicht über die Kabel stolpert, aber man muss halt sehr viel befestigen und ja. Vielen Dank. Gibt es hier noch jemanden? Ja, wir geben das Mikro nochmal rüber. Vielen Dank. Dann. Mich hat es tatsächlich überrascht, dass wir so viel alleine machen durften. Mhm, okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass da jetzt mal genau jemand nebensteht und sagt über das Thema, über das und nicht so, ich fand das sehr cool hier, dass wir es selber ausprobieren durften und auch über die Technik, wie viel das ist, das würde ich nicht hinbekommen und ich finde das auch richtig toll hier, dass das Team so gut funktioniert. Vielen Dank. Ich habe geglaubt, dass hier viel mehr Leute sind, aber es sind tatsächlich weniger Leute, aber dafür glaube ich auch ein besseres Team. Das geben wir auf jeden Fall ans Team weiter, die lobenden Worte. Gibt es noch jemanden, der was sagen möchte von eurer Seite? Dann dürft ihr das Mikro erstmal so behalten. Und ich habe noch mal eine Frage hier an euch und auch gerne noch mal an die ganze Gruppe. Gibt es denn jemanden, wir haben ja auch ein Kinderformat bei uns hier bei Güstrow TV, gibt es denn jemanden, der sagt, ich hätte jetzt total Lust drauf, mal bei Kids TV mitzumachen? Ist da jemand dabei, der sagt, er wird das gerne mal machen?
Ich hätte erstmal eine Frage, was man bei Kids TV macht. Wer kann das erklären? Kennt jemand Kids TV? Jetzt bin ich wahrscheinlich dran, das zu erklären. Kids TV ist unser Kinderformat, wo wir derzeit mit dem Jugendclub zusammenarbeiten, dem Südstadtclub, und da immer eine monatliche Show entwickeln und das von Kindern gemacht ist. Und ja, vielleicht hat ja jemand von euch Lust, da mitzuentwickeln, mitzudenken und das auch vielleicht ein bisschen neu aufzuziehen. Vielleicht ist das ja auch ein schönes Schulprojekt, was man im nächsten Jahr mal starten kann als AG. Ich weiß nicht, gibt es so AGs bei euch in der Schule? Ja. Vielleicht kann man ja mal überlegen, ob man AG Kids TV mit euch ins Leben ruft, weil ihr jetzt ja auch schon ein bisschen Erfahrung hier im Studio habt. Und nun sitzt ihr heute hier so ganz kurz vor den Ferien. Mich würde natürlich jetzt nochmal so interessieren, ihr habt ja auch erzählt, ihr habt die Talkshow zum Thema Ferien gemacht. Was habt ihr denn so geplant in den Ferien? Karl, was möchtest du machen in den Ferien? Erste Woche fährt die Schule nach Bad Mallentel, da komme ich mit. Mhm. Also das ist separat, das ist nicht mit der einer Klasse oder so. Da können alle mitkommen, die wollen. Und zweite Woche bin ich im Angelcamp. Dritte Woche im Garten, auch nur angeln. Vierte und fünfte fahren wir irgendwie zum Geburtstag. Und dann chippern wir durch ein paar Länder hin und wieder zurück. Mhm. Und die letzte Woche bleiben wir einfach zu Hause. Volle Ferien, würde ich sagen. Viel zu tun. Ein bisschen Entspannung ist ja aber auch dabei. Wie ist es bei dir? Also ich fahre in der ersten Ferienwoche mit meiner Tante in den Urlaub. In der zweiten Woche gehen wir campen. In der dritten Woche bin ich zu Hause. Und vierte und fünfte Woche fahren wir in Urlaub. Und fünfte Woche machen wir so von der Kirche aus so einen Film. Cool, das klingt ja auch sehr spannend. Lotta, was machst du in den Ferien? Also in der ersten Woche bin ich bei meinen Oma und Opa. Da fahren wir irgendwo hin, aber das ist noch eine Überraschung. Ah. Dann in der dritten Woche, glaube ich, oder in der vierten, ich weiß nicht genau, da fahre ich auf Rügen mit meiner anderen Oma und meiner Schwester. Und in den letzten zwei Wochen, da bin ich halt zu Hause und wir wollen noch ein Wochenende nach Berlin. Das klingt ja aber auch nach vollen Ferien. So ein bisschen Entspannung darf ja einfach auch dabei sein bei so sechs Wochen. Hm. Wie ist bei dir? Die ersten zwei Wochen bin ich so, dass ich entspannt machen kann. So bei Oma und Opa fahre ich, glaube ich, dahin. Und aber die letzten vier, da bin ich in Urlaub in Kanada. Cool. Und genau, darauf freue ich mich halt auch schon sehr doll drauf. Und genau. Gibt es jemanden von euch, der beim Kinder-Kultur-Kompass mitmacht? Kultursommer hier in Güstrow? Nicht. Also das kann ich ja gerne auch nochmal sagen für alle diejenigen, welchen die vielleicht Lust haben mitzumachen. Der Kulturkompass, der bündelt alle Ferienprogramme hier in Güstrow, die angeboten werden. Und auch dazu haben wir einen Talk gemacht. Wenn Sie mögen, schauen Sie gerne in die Mediathek und gucken Sie vielleicht nochmal rein, was das ein oder andere spannende Angebot auch für Ihr Kind sein kann. Ihr habt ja wahrscheinlich alle auch schon mal vorher ein bisschen was zum Thema Fernsehen gehört und habt wahrscheinlich auch schon mal Fernsehen geguckt. Aber was habt ihr denn heute so Neues gelernt so zum Thema Fernsehen? Vielleicht einmal in die Runde gefragt. Ihr seid ja auch im Auftrag der Schule hier, Lotta. Naja, also ich kannte das ja schon, das Studio. Aber ich glaube, man hat auch jetzt nicht bloß was vom Fernsehen gelernt, sondern auch so vom Zusammenhalt und so, weil es war ja in Teams. Vom Fernsehen habe ich, glaube ich, gelernt, halt, dass es halt auch so viel Technik gibt. Das habe ich halt auch schon davor gewusst, aber das war trotzdem krass, weil das mit den ganzen Kameras, das habe ich halt noch nicht so oft gesehen. Aber das fand ich doch echt schon viel, Kameras und so. Und ja. Also jetzt mal angewendet gesehen, wie es wirklich so funktioniert hinter den Kulissen und auch mit dem Team, ne? Ja. Martha. Naja, also das halt, ich wusste das halt auch schon, dass es diesen Greenscreen gibt, aber dass man den so doll halt, also ich wusste halt, dass man das auch bei Nachrichten schon einsetzt, aber dass es genau so aussieht, wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht, dass da halt quasi einfach nur so ein Tresen steht und dann alles mit Greenscreen ausgedeckt wurde. Ich habe immer gedacht, das ist nur so eine kleine Fläche, aber das fand ich auch nochmal krass und ja, genau, ich habe auch noch Neues gelernt, dass
weil ich dachte früher auch, das sind so ganze Räume, die so mit so Kulissen oder so gemacht sind, aber das sind tatsächlich halt nur einfach solche Abstände. So viereckige Kulissen, wo man, da eigentlich ja nur drei Seiten mit Kulisse, genau. Was hast du gelernt heute? Was ich gelernt habe. Ja, was du gelernt hast. Ich habe gelernt, wie das alles hier, wie schon gesagt, so alles funktioniert mit den ganzen Geräten. Ich fand auch sehr, wie Martha schon gesagt hat, sehr cool, dass es hier so Abschnitte gibt. Also vorher hatte ich ja auch Güstrow TV schon manchmal so geguckt und habe ja auch immer schon diese Abschnitte so gesehen. Da habe ich so, mich so gefragt, ob das jetzt Räume sind oder halt auch nur drei Seiten davon. Mhm. Und ich fand die Kulissen auch beim Kochen zum Beispiel, wo ich ja war, fand ich das auch sehr schön, die Kulissen. Also ganz viel spannende Sachen heute mitgenommen. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es noch eine Wortmeldung. Geben wir das Mikrofon einmal rüber. Also, ich dachte früher immer, das wäre richtig langweilig, weil ich habe früher Nachrichten mit meinen Eltern geguckt und ich fand das immer so langweilig und so, aber eigentlich ist es gar nicht so. Es hat mega viel Spaß gemacht und ja. Vielen Dank. Gibt es hier bei euch, habt ihr noch was, was ihr gerne sagen möchtet? Was also hast du gelernt? Eine Sache, also ich wusste das nicht, weil ich dachte, also im Fernsehen läuft ja immer Werbung und ich wusste nicht, also ich glaube, das Fernsehen verdient ja mit der Werbung Geld und ich dachte, die verdienen das auch mit der Sendung so ein bisschen, aber also ich wusste nicht, dass man so mit Werbung Geld verdienen kann. Genau, es sind ja im Prinzip die Werbeformate, die dafür sorgen, dass die Sendungen ausgestrahlt werden können, weil durch die Werbung das Fernsehen eben das Geld bekommt, genau. Kai, was hast du heute gelernt? Dass es auch spannend sein kann, weil ich bin ja nicht der große Fernsehgucker. Ich finde, ich bin eher lieber draußen oder so. Aber es ist halt auch so, man sieht es halt auch, wenn ich jetzt Güstrow TV schauen würde, würde ich es wahrscheinlich mit anderen Augen sehen, als wie jemand, der noch nicht hier drin war. Weil man sieht halt nur, wie das fertige Programm ist oder die Nachrichten, aber man sieht halt nicht, was für Arbeit dahinter steckt. Genau, vielen Dank. Ihr habt ja heute auch was zum Thema Fake News erzählt und gelernt. Wusstet ihr das vorher schon, wie Fake News im Fernsehen funktionieren? War das heute für euch neu? Gab es da irgendwie eine Erkenntnis? Lotta. Also ich wusste halt, dass es Fake News gibt, aber ich wusste nicht, dass man damit was gewinnen will. Ich habe gedacht, dass es kommt irgendwie, das macht man halt nicht mit Absicht, habe ich gedacht. Aber ja, das wusste ich nicht, dass man das halt mit Absicht macht. Also absichtlich sozusagen falsche Meldung verbreitet. Und dann haben wir ja auch gelernt, dass das Fernsehen schon ziemlich alt ist. Wer kann denn dazu was sagen? Karl. Es ist fast 100 Jahre alt, ja. In 3 Jahren, falls es kann es quasi das Fernsehen 100. Geburtstag feiern. Haben wir ja hier vom Lottas Opa gelernt. Und ich dachte, das Fernsehen 100 Jahre, ich dachte, das gibt es gerade mal seit 60 Jahren. 100 Jahre ist schon relativ lange. Bedenkt, dass man heute alles im Farbfilm hat und jeder kann Fernsehshows machen. Im Frühjahr war das stumm, schwarz-weiß, verpixelt und in Röhre geguckt. Ja, nicht so interessant wie heute auf dem Laptop. Denn viele Leute gucken ja heute den Fernsehen tatsächlich gar nicht mehr über den großen Fernsehbildschirm, sondern ja übers Internet. Wahrscheinlich guckt ihr auch eher Sendungen oder Sachen, die ihr macht, übers Internet, oder? Nee. Seid ihr Fernsehgucker eigentlich? So, ist man in eurer Generation noch Fernsehgucker? Martha? Ja, also ich gucke tatsächlich so bestimmte Sendungen, gucke ich auf dem Fernseher. Fernseher? Ja. Fernseher, ja, so heißt das Gerät. aber so im Internet sind ja mehr solche kurzen Videos und ich finde, da gucke ich jetzt nicht so was Langes, was so über 20 Minuten geht, sondern das gucke ich eher auf dem Fernseher. Darfst du mal gerne gleich an deine Nachbarin das Mikrofon weitergeben? Das habe ich auch wie Martha, also so längere Serien auf dem Fernseher oder so Filme.
aber so halt so Musikvideos oder so übers Handy oder übers Laptop oder iPad. Lotta. Also ich gucke halt gar kein normales Fernsehen mehr, sondern immer bloß, also ich habe halt ein Fernsehen da, wo Netflix und sowas drauf ist, da gucke ich dann lieber eher sowas oder YouTube. Mhm. Aber normales Fernsehen, so Nachrichten oder so, das gucke ich nicht, das höre ich jetzt irgendwie im Auto. Oder so. Das hörst du im Auto im Radio also. Ja. Gibt's hier noch? Ja, da gibt's auch noch Wortmeldung. Also ich gucke auch nicht wirklich, also Nachrichten habe ich ewig nicht mehr geguckt. Ich gucke, wenn, dann auch wirklich nur Filme, meistens sind es auch dieselben. Meistens sind es halt der Herr der Ringe und Maleficent. Und ja, deshalb gucke ich auch ja auf meinem Handy. Also ich gucke sehr selten Fernsehen und wenn ich auf dem Fernsehen gucke, dann eher Filme oder Serien. Vielen Dank. Gab es da noch eine Wortmeldung? Nee. Okay. Ihr habt ja gelernt heute, dass es regionales Fernsehen gibt und dann gibt es ja noch das übergeordnete Fernsehen. Wusstet ihr das, dass Regionalfernsehen ein bisschen anders funktioniert? Sagen wir so, nein. Also ich habe davon schon mal gehört, aber auch nur mit einem halben Ohr, links betrunkener Nacht. Also quasi, irgendwas hat mir schon gesagt, dass es da einen Unterschied gibt, aber ich wusste nicht, was. Mhm. Lotta? Naja, man bekommt das ja sozusagen mit, wenn jetzt einer das irgendwie in irgendeiner Stadt irgendwie nennt, zum Beispiel jetzt wie Güstrow TV, dann kann man da jetzt nicht Sachen aus irgendwie Amerika reinmachen oder so. Könnte man schon, würde nur nicht mehr regional ja, sein, ne? Und deswegen, ich glaube, also das ist halt so Regionalfernsehen, dass es halt alles in Güstrow ist und das andere halt in der ganzen Welt so ist. ARD macht halt Fernsehen für die ganze Welt, ne? Ja. Und was machen wir denn bei unseren Nachrichten anders? Da gehen wir mal das Mikro durch. Also hier sind nur positive Nachrichten und nicht halt die traurigen. Also weil heutzutage, also ich gucke halt ab und zu nur Nachrichten und dann ist da meistens, dann sind da so ein, zwei gute Sachen und der Rest ist nur schlecht irgendwie. Mhm. Und beim Güstrow TV ist das halt anders, das wusste ich vorher nicht. Aber jetzt weiß ich es, dass hier halt nur gute Sachen gesagt werden und nicht halt traurige oder böse Sachen. Vielen Dank. Ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar ist es ja nun so, dass man im Studio nicht nur die Menschen hat, die vor dem Fernseher sitzen oder im Fernseher drin sitzen, dadurch, dass sie vor der Kamera sitzen, sondern man hat ja auch noch viele andere Positionen. Was habt ihr denn gelernt? Wen gibt es denn noch so außerhalb von Moderatoren und Gäste in so einem Fernsehstudio? Wen brauchst du da noch so? Karl? Ja, da brauchst du auf alle Fälle die Darsteller. Mhm. Und die wird das Ganze gar nicht gehen. Dann braucht man auch Moderatoren, weil sind die ja gerade und ohne sie wird das, glaube ich, gerade gar nicht hinhauen. Mhm. Und ja, und dann natürlich noch Kamerateam. Ja. Lotta, wen brauchen wir denn noch? Wer muss da noch so da sitzen, damit es hier eine ordentliche Sendung wird? Also ich kann das jetzt irgendwie nicht aussprechen, Regisseur, ich kenne das nicht. Der halt alles hinter der Kamera macht und recherchiert. Mhm. Also die Redaktion, ne? Ja. Ja, die Tontechniker und halt die Licht irgendwie, ich weiß nicht. Die Lichtleute. Ja, Lichtleute. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch alle und wenn ihr darauf mit Ja antwortet, dürft ihr gerne einmal ganz laut klatschen. Hat es euch denn heute gefallen? Ja. Ja. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, den Kindern hat es gefallen. Die waren gerne hier bei uns. Und wenn Sie auch gerne mal hinter die Kulissen schauen wollen, sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, mal zu uns zu kommen, um hier hinter die Kulissen zu schauen. Ich sage jetzt Tschüss und bis bald. Schön, dass Sie dabei waren hier bei unserem Talkformat auf Güstrow TV im Fokus. Aktuelle Themen im Talk. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.